Oh, willkommen zurück im monsterverseuchten Wald. Ich denke mal, wir werden jetzt uns weiter durchkämpfen, um eine Abkürzung zu finden. Eine Abkürzung durch diesen dummen Canyon, vorbei an den Abkürzungsmottenwächtern-Dingern. Am besten beginnen mit dem eigenen Tod. Das wirft richtig Dramatik ins Spiel. Bis gleich. So, und noch einmal willkommen zurück. Okay, ein paar von ihnen haben wir ausgeschaltet. Was unseren Du musst Viecher töten Counter natürlich wieder mal hochschraubt. Hallo Vieh. Richtig, sterben ist, was du tun musst. Erhöht den kritischen Trefferwert um 55. Davon gönnen wir uns gleich mal ein Schlückchen und schleichen uns dann weiter hier entlang. Und weg bist du. Hier ist die Abkürzung. Das klingt wie bei mir im Keller. Ja, genau so klingt es bei mir im Keller. Devil's Fork. Dort unten. Du bist allein, ja? Pech für dich. Zwei von deiner Sorte. Und wie viel von dir? Sehen wir gleich. Schön knapp. Wilder Elementarfokus. Okay, einpacken. Kammerjäger, wie viel brauche ich noch von euch? Zeigt ihr mir gerade nicht an, okay. Blutmarkierung. Bist du Devil's Fork?
Nein, ich bin hier falsch. Bin ich nicht, ich muss da lang. Ja, was bist du denn für einer? Der Schattenläufer, du bist auch ein bisschen stärker, Freund. Stark genug für mich? Wir werden sehen. Oho. Mistvieh umgenutzt. Sehr schön. Ein hübscher Bach. Okay, das hier ist Devil's Fork. Ich schätze mal, diese Bachgabelung ist damit gemeint. Dann schleichen wir uns also weiter voran. Auf unserem Weg zur Höhle des Schlafenden. Und hau nebenbei noch ein paar von den Viechern weg. Niemand liebt dich. Der Jägerweg. Da lang. Nicht wahr? Ach Mist. Knappe Sache. Kurz verschnaufen. Monster Ackerb. Spritz. Okay, ihr seht, diese komischen roten Ausfuhrzeichen sind keine Fehler. Sie weisen dann darauf hin, dass man lange sich was anschauen soll. Wissen ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Dort oben ist sie, die Höhle des Schlafenden. Und das ist der Schlafende. Während er nicht schläft, sondern dort oben rumrennt, stratzt sich da mal schnell rein. Nehmen wir, was ich nehmen soll. Ob ich mir noch was wissen und hoffe auf das Beste. Verdammt. Schlafe, mein Kleiner, schlafe schnell ein. Verpiss dich bitte. Das wäre echt fein. Ja, ruh dich aus. Kein Ding. Ich habe 2618 Leben. Er hat
Was ist das? 159.000 und ich werde euch meine Siegeschancen. Ist aufgewacht. Ich werde euch meine Siegeschancen ausrechnen können. Ja, du gehst am besten einmal raus spazieren. Das würde ich auch dir empfehlen. Immer schön den armen kleinen Konrad in Ruhe lassen. Verdammtes Mistviech. Geh weg. Puh. Sie können jetzt an der Anima-Quelle wiederbelebt werden. Toll, Bobby. Okay, der Schlafende verzieht sich. So, das schwarze Becken. Infizierter Wahnsinniger. Die Typen kennen wir doch, oder nicht? Das sind die aus Tokio. Erlösen wir ihn. Denn ich muss zu dem schwarzen Becken. Schmutzexplosion. Interessant. Schmutzbecken, eine Quest. Dieser kleine Teich wurde von einer schwarzen, stinkenden Flüssigkeit vollständig verseucht. Proben des schwarzen Wassers wären für das Hauptquartier Ihrer Fraktion sicher sinnvoll. Der Teich und seine direkte Umgebung sind verseucht, aber Daten aus einem lebenden Biotop wie diesem können sehr wertvoll sein. Untersuchen Sie den Teich und nehmen Sie Proben, aber bleiben Sie wachsam. Der Teich hat mit Sicherheit Menschen und Tiere infiziert, die damit in Kontakt gekommen sind. Okay. Vier der Opfer töten. Zuerst dich. Sie murmeln noch in ihrem Wahn. Alter Falter. Gut, kurz einmal erholen und dann weiter. Da bist du. Vom Schmutz gewürgter Plapperer. Oh je. Die armen Leute. So, zeig mir mal den Hammer.
So, einen noch. Dich. Alles klar. Auch sie haben wir erlöst, sag ich mal. Alles ruhig? Gut. Bricht senden. Was hat man nun davon, wenn man sich in die Wälder schlägt? Genau deshalb konnte ich mich auch nie fürs Zelten erwärmen. Von Dreadlocks, Badesandalen und Gitarristen mit Ziegenbart will ich gar nicht erst anfangen. Diese schwarze Verseuchungssubstanz erinnert frappierend an die Scheiße, die sie vor ein paar Wochen in Tokio hatten bzw. immer noch haben. Und man wäre ein Idiot, wenn man sich nicht fragen würde, ob Beiß miteinander zu tun hat. Ich werde die Nerds im Labor auf die Proben loslassen, die sie geschickt haben. Mit etwas Glück habe ich dann Ende der Woche einen Bericht auf meinen Schreibtisch. Die Sache wurde nämlich dankenswerterweise als vorrangig eingestuft. Ciao, ciao. Was gibt's denn hier an Talas? 2,5 und naja, weiß ich nicht. Wir haben noch eine wichtige Aufgabe, in das schwarze Becken spucken. Ja, machen wir das mal, ne? Spucken. Hossa. Okay, zur Götterhöhle gehen. Nachdem ich ja wieder zum Atmen komme. Ah, besser. Ach Mann. Hier geht's. Ja, es ist alles ein Problem, ich verstehe schon. Und wir müssen uns jetzt mal einen sicheren Weg hier rausbahnen. Diese Viecher sind stark und ich kann mich gerade nicht mit allen auf einmal anlegen. Das ist leider auch nicht wieder an der Rollenspielen, dass man da gehackt ist aus Allmacht. Jetzt hier einen Spielmodus haben wie in Killer is Dead und das wäre kein Problem. Ich muss hier herunter. Und ich muss dieses Viech töten. Was bist du denn? Ein Blutspucker. Okay, 130 Meter. Geben wir mal Fersengeld. Oh. Der Schwarzziegenwald. Und wir rennen mitten durch.
Die Götterhöhle. Ein weiterer Eingang zu Agasa, den wir jetzt freigeschaltet haben. Das heißt, wir können jetzt direkt von Agasa nach Savage Coast und müssen nicht extra den Umweg über Kingsmith machen. Was uns eine Menge Arbeit erspart.